Das Radio 1 Parkfest. Dr. Pop, alle mal rhythmisch, dann bitte mitklatschen und viel Spaß. Schönen Abend, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Pop. Ich mache für euch so eine Mischung aus Musik und Comedy. Bisschen so wie Andrea Berg. Und ich kam ja gerade mit Musik auf die Bühne, ne? Und das sorgt ja gleich für so eine gewisse Stimmung. Und das könnt ihr auch zu Hause nutzen. Also wenn ihr mal ein Date habt, ihr habt schön gekocht, Kerzen angemacht, dann muss in dem Moment, wenn die Tür aufgeht, gleich die richtige Musik erklingen. Am besten sowas. Ich habe das gestern mal ausprobiert. Und der Postbote hat sich wahnsinnig gefreut. Ich habe euch heute so ein Sample-Pad mitgebracht. Habt ihr sowas schon mal gesehen, so ein Teil? Ne? Also super praktisch, man drückt da irgendwo drauf und dann kommt Musik raus. Bin selber immer überrascht, ich drück mal hier drauf. I need a dollar, 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 that's what I need. Ja, drei Leute haben mitgemacht. Ist aber kein Problem, wenn ihr nicht mitmachen wollt. Ich habe die entscheidende Stelle hier nochmal separat abgelegt. Hey. Aber wir können es nochmal probieren, vielleicht machen jetzt alle mit, auch dahinter. I need a dollar, dollar. Ja, besser als das Original. Aber ich muss euch an der Stelle erstmal so ein bisschen kennenlernen, weil ich liebe es ja, so Musik zu sezieren und ich würde mal gern wissen, was ihr alle so für Musik mögt. Vielleicht könnt ihr alle mal auf drei euer Lieblingsgenre reinrufen. Egal was, Klassik, Rock, Jazz. Eins, zwei, drei. Das klingt sehr abwechslungsreich. Ich habe da irgendwo Schatzmusik gehört. Also habe ich nicht, aber sonst geht meine Show jetzt nicht weiter. Und ich habe ganz zufällig was aus den Charts mitgebracht. Und zwar diese Nummer hier. Du bist Phänomener, Phänomener. Das reicht. Das ist von Pietro Lombardi. Kennt ihr den? Pietro Lombardi, komischer Name. Klingt ein bisschen wie so ein Fehleinkauf von Hertha BSC, oder? Aber das ist so ein Typ aus dem Privatfernsehen und er singt ab und zu ganz gern. Und er ist mit der Nummer tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Und wir analysieren mal zusammen, warum der eigentlich so erfolgreich ist. Was singt der da? Du bist phänomenal, phänomenal. Die Frau ist phänomenal, phänomenal. Phänomenal, phänomenal. Also er singt viermal, dass die Frau phänomenal ist. Und dann muss das Lied ja irgendwie weitergehen. Und da hat er wirklich eine geniale Wendung gefunden, wie er das Lied fortsetzen kann. Und zwar so. Ich sage es dir gerne noch einmal, du bist phänomenal. Was für ein Tech-Genie. Dankeschön. Aber wenn er die Frau so phänomenal findet, muss er das ja auch begründen. Und man muss da ganz genau hinhören. Er begründet das hier in der ersten Strophe. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Wie ist dein Name bitte? Patrice. Beatrice. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ja? Und ich würde Folgendes sagen. Hallo Beatrice. Ich habe gesehen, wie du zum Parkfest gekommen bist. Tippeli, tippeli, tipp. Und was ich dir sagen wollte, ist, wie du dich bewegst, ist nicht normal. Das ist doch nicht nett. Aber man muss Pietro Lombardi auch ein bisschen verteidigen. Also er versucht, deutsche Musik so cool zu machen. Das sind so Ragatone-Beats darunter und deutsche Musik hat einen schweren Stand. Ihr müsst jetzt alle mal ganz stark sein, auch Radio 1. Ich weiß, das ist ja auch eine Kulturveranstaltung, aber da müssen wir jetzt einmal durch. Du hast mich tausendmal. Ich mach lieber aus, bevor doch einer mitklatscht. Andrea Berg, das Holzfällersteak unter den Schlagersängerinnen. Nee, Andrea Berg ist ein bisschen so wie Crystal Meth, nur ohne die Hochphase, es geht direkt bergab. So, wir hören mal rein, was die Alte da eigentlich singt. Du hast mich tausendmal belogen. Der Typ hat sie tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Der Typ hat sie tausendmal verletzt. Ist also ein Riesenarsch, der Kerl, ne? Und was ist die Konsequenz von Andrea Berg aus dieser Misere? Ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht. Ja, ist die denn blöd? In der Psychologie heißt das Co-Abhängigkeit und in den Charts Platz 1. Vielen Dank. Also in der Popmusik sind Texte sehr wichtig. Ja, man hört zwar nicht immer so genau hin, die sind aber wichtig. Was aber auch sehr wichtig ist, ist die Stimme. Und da wird auch viel manipuliert. Habt ihr schon mal was von der Erfindung Autotune gehört?
auf Deutsch übersetzt automatische Tonhöhenkorrektur. Und das ist ganz hilfreich bei Sängern und Sängerinnen, deren Stärke nicht so im Gesang liegt. Und ich habe euch mal ein Beispiel von Britney Spears mitgebracht. Und so klingt das, veröffentlicht, nachdem Autotune drauf ist. Und jetzt hören wir mal exakt die gleiche Stelle im Song, bevor die schiefen Töne korrigiert wurden. Das Ganze wurde von einem Tontechniker aus dem Musikstudio geschmuggelt und Journalisten zugespielt. Der Typ ist quasi der Edward Snowden der Popmusik. Und ich habe das Gerät mal mitgebracht. Also ich habe das hier auch mit, auch für den Hausgebrauch, könnt ihr euch auch anschaffen, das Autotune-Gerät. Und wenn ich jetzt irgendwas singen würde, was Einfaches, zum Beispiel von Adele, und mir da nicht so Mühe geben würde, ja, dann wird das ungefähr so klingen. When the rain is blowing in your face. Ist nicht so gut, ne? So, jetzt mache ich einmal dieses Gerät hier an, das hier, so. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I can offer you a warm embrace to make you feel my love. Und wenn ich jetzt hier drehe, nein, dann klingt das nicht stumpf. Denn dann kling ich wie ein kastrierter Schlumpf. Und wenn ich nach unten drehe, dann wisst ihr Bescheid. Dann kling ich plötzlich wie Barry White. Dankeschön. Ich muss an der Stelle nochmal fragen, weil ich habe das vorher nicht so verstanden. Könnt ihr bitte nochmal alle auf drei reinrufen, was eure Lieblingsmusik ist? Eins, zwei, drei. Ich habe da irgendwo Gangster-Rap gehört. Und ich habe mich mal gefragt, wie wird man eigentlich Gangster-Rapper? Also so wie 50 Cent in New York oder Bushido in Kleinmachnow. Und das Wichtigste ist als Gangster-Rapper, man braucht erstmal einen Beat. Aber ein Beat mit Schlagzeug-Sounds, die wie Maschinengewehre klingen. So, da braucht man noch so ein bisschen Glockengebimmel und mystisches Gesäusel. Das reicht. Das könnt ihr für jeden Song benutzen. Und dann kommen wir aber zum Text. Und da ist eine Sache ganz wichtig als Gangster-Rapper. Ihr müsst von einer Sache berichten, und zwar von Kriminalität und Drogen. Meine Nase fährt Ski in 100 Tonnen Schnee. Ich hab so viel geklaut, auch mein eigenes Portemonnaie. Und man muss sich als Gangster-Rapper natürlich auch politisch einmischen, ne? Weil da haben die ja so viel Ahnung von. Und man nimmt sich am besten ein ganz einfaches Thema vor, und zwar den Nahostkonflikt. Und das Ganze klingt dann so. Ich bin Gaza, du bist der Streifen. Weißt du, was ich meine? Ich kann's selber nicht begreifen. Und Gangster-Rap gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, es gibt's auch in Österreich. Und das Spannende ist, die trauen sich da aber nicht auf Wienerisch zu rappen, weil das zu niedlich klingt. Das klingt zu niedlich. Aber ich finde, man kann das auf Österreichisch auch machen. Das muss dann so klingen irgendwie, ich bin zu geil, ich brauche eine Beach-Eskorte. Ich kaufe den Ladies Schmuck und das Sachertorte. Und in Deutschland gibt es einen Gangster-Rapper, der ist hier wahnsinnig erfolgreich. Der heißt Capital Bra. Habt ihr von dem schon was gehört? Ein Fan sitzt da vorne. Capital Bra. Und der ist mittlerweile erfolgreicher als die Rolling Stones, als ABBA und die Beatles. Er hat so viele Nummer 1 Hits in Deutschland gelandet. Und der letzte Nummer 1 Hit war eine Coverversion von Dieter Bohlens Sherry Sherry Lady. Sherry, Sherry, Lady, du bist was Besonderes. Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Hier zum Vergleich mal das Original. Da weiß man noch gar nicht, was schlimmer ist, oder?
Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, sich bei Dieter Bohlen zu bedienen. Aber Capital Bra ist schon sehr poetisch, also er hat schöne Textzeilen geschrieben, zum Beispiel: Ich fahre mit dem Porsche Panamera über meinen Mathelehrer. Und ich glaube, da ist das Problem, der hat alle seine Lehrer überfahren. Und das Hitgeheimnis bei Capital Bra ist eine Sache, das ist das Sounddesign. Und er hat in jedem Hit immer so, in jedem Hit so Marimba-Sounds. Ja, ich liebe es. Und das Marimba-Instrument kennen ja noch viele aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten. Passt perfekt zu seiner Musik. Und ich glaube, da holt er sich auch Inspiration. Also ich glaube, der nimmt sich so ein Kinderliederbuch hier zum Beispiel, nimmt er so ein Lied hier wie Es tanzt ein Biber Butzemann. Und daraus macht er einen Gangster-Rap-Song. Zum Beispiel so mit Marimba-Sounds und mit so Glocken. Und dann macht er so Butzemann, Butzemann, yeah. Butzemann, ah. Lelelelelele. Yeah, Butzemann, Butzemann, ah. Ich tanz als Biber Butzemann in unserem Haus herum. Die Schlampen ziehen Strapsen an und machen sich da krumm. Sie röten sich und schöten sich, verkaufen Drogen auf dem Strich. Ich bin der Biber Butzemann und leider etwas dumm. Dankeschön, das war's von mir. Ciao! Radio 1. Das Parkfest.